Hallo miteinander, Sally zusammen und ihr seht, wir sind heute ganz in Rot, denn wir schauen uns PSA Returns an. Hallo zusammen, ich bin Pascal von den Card Collectors. Willkommen zu einem neuen Grading Return Video bei uns. Es ist das erste Mal, dass wir technisch ein PSA Return Video drehen, denn wir haben soeben unsere erste Ladung von Karten zurückerhalten, die wir bei PSA eingeschickt hatten. Ihr erinnert euch, Oktober 2020, heute ist Mai 22, vor 18 Monaten, hatten wir einen guten Bunch von Karten bei euch, bei uns in der Community eingesammelt, den Oktober hindurch, hatten sie im November 2020 eingeschickt in Richtung USA zu PSA. Und nun, nach 18-monatiger Wartezeit, das sind ein Jahr und ein halbes, nach 18 Monaten sind sie endlich zurück. Und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, wie sie aussehen. Ich habe gesagt, technisch das erste Video. Es ist das erste Returns-Video mit den Einsendungen von unseren lieben Collectors und der Community. Wir haben bereits einen kleinen Sneak Peek von unserer Private Collection. Sarah und Sandro haben euch die Karten gezeigt, die sie privat mit eingeschickt hatten. Das waren coole Banger. Wir haben hier noch ein paar Karten mehr von all den Lieben von der Community, die uns ihre Karten anvertraut haben für die Reise. Nun sind sie da und ich mache das Video ganz kurz, denn diese Karten wollen jetzt auf schnellstem Weg zurück zu ihren Besitzern. Falls ihr noch Karten habt, die sich gerade im Grading befinden, sei das bei PSA oder bei CGC und ihr über uns eingeschickt habt, empfehle ich euch, bei uns auf der Webseite den Grading Tracker genauer anzuschauen. Da wird sich in den nächsten Monaten, Frühlings-, Sommermonate 2022, einiges bewegen, denn es sind viele Returns unterwegs, sei das CGC, Economy Standard und Express, sei das PSA. Wir erwarten dann die November-Einsendung, hoffentlich in einem Monat. Ich habe dazu noch nicht wirklich ein Update. Es ist möglich, dass es ein bisschen länger geht als ein Monat, weil wir wissen ja, wir sind eigentlich genau mit dem Rush dann in die Gradings gekommen, bis dann PSA im Februar, März 2021 dann den Stecker gezogen hat und keine weiteren Einsendungen mehr entgegengenommen hat. Also wir haben die Oktober zurück, dann gibt es die November, Dezember, Januar, respektive Dezember, Januar kombiniert und dann die Februar-Einsendung. Genau, das erwartet uns. Aber jetzt möchten wir uns die 100 oder so Karten anschauen, die in der ersten Stufe rausgegangen sind im Oktober. Vielen lieben Dank an euch alle, dass wir die hier zeigen dürfen. Ich gehe ganz kurz durch die einzelnen Karten durch. Wir werden nicht zu viel Zeit verlieren, wenn ihr Details, einen Detail-Sneak Peek sehen wollt. Genau, das Video von Sarah und Sandro zu den PSA, da haben wir alles auf etwa eine Stunde komprimiert. Das waren eigentlich mal 2 Stunden Bildmaterial. Aber ich möchte euch nicht vorenthalten, was hier alles Cooles zurückgekommen ist. Deshalb, ohne große weitere Umschweife, gehen wir mal ganz kurz durch. Wir haben hier Peter mit einer Einsendung von 2 Karten. Und ich schaue gerade mal, was er hier eingeschickt hat. Wir haben zum einen ein super, super schönes Typhlosion aus Neo Genesis. Ihr seht hier den Holosparkle. Hat eine Excellent bis Mint 6 abgeholt. Und dann unglaublich hier Gem Mint 10 für dieses Dark Gyarados Pre-Release. Seht ihr hier das Gyarados und das Team Rocket und das Pre-Release alles zusammen. Herzliche Gratulation, diese 10 ist sehr, sehr cool. Und Peter, ich hoffe, du hast Freude an deinen Karten. Dann haben wir Rudolf. Rudolf hat 3 Karten eingeschickt und wir schauen uns gerade mal, was hier ist. Ihr wisst ja, PSA hat gegradet Base Set auf Deutsch. Sonst nur Englisch, aber Base Set auch auf Deutsch und Französisch. Wir haben den First Edition Glumanda, das eine Gem Mint 10 abgeholt hat, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Unglaublich. Sehr, sehr cool. Wir haben dann Shillock, auch auf Deutsch. Auch erste Edition. Und das hat eine 8 gekriegt. Und dann haben wir noch ein First Edition Turtok. Wunderschön, wunderschöne Karte, wie immer. Mit einer Near Mint 8. Also ein süßes kleines Päckchen, 2x Feuer, 1x Wasser für Rudolf. Geh gleich zurück an dich. Ich mache gleich hier von der Seite weiter. Dann haben wir Ivan. Ivan hat 5 Karten eingesendet. Eine davon, oh mein Gott, und wir haben schon für Ivan unsere erste super coole Karte. Und zwar ist das ein Lapras aus Fossil.
eine englische Version und das hat eine 6 abgestaubt. Aber ich finde das Artwork halt super, ist eine meiner All-Time-Favorite Lapras-Karten. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dann haben wir ein super schönes Blaine's Charizard von der Japanese Gym Series 2, also die zweite Gym-Staffel. Super cool, hat eine 7 erhalten. Wir haben eine der absolut ikonischsten Karten überhaupt hier mit der Nearmint 8 Ancient Mew Movie Promo. Die macht sich schon extrem gut in den Slabs, muss ich sagen. Dann haben wir eine Mint 9 für dieses Charizard GX aus der Hidden Fate. Das war die Promo aus der Tin. Und dann nochmal nachgedoppelt, nochmal die Promo in einer Mint 9. Insgesamt sehr, sehr solide Grades für Ivan. Cool, ich hoffe, du freust dich auf die Rücksendung. Gratulation. Wir haben ebenfalls Pascal mit 5 Karten. Da schauen wir doch gleich mal gerne rein, was wir hier haben. Ich mache so, dann rutscht es weniger. Eine Nearmint 8 für dieses Simsala aus dem Base-Set. Eine Excellent 5 für dieses Turtok. Ein Holo aus dem Base-Set. Ich finde aber die Karte, man sieht hier ein bisschen Silvering an den Rändern. Das hat wahrscheinlich die größten Abzüge gegeben. Auf der Rückseite ist die Karte, sie ist sauber, sie ist eine schöne Karte, aber ihr seht hier, dass sie überall ein bisschen abgegriffen ist an den Rändern und Ecken. Deshalb würde ich sagen, es ist zwar eine 5, aber von vorne sieht sie fast besser aus, als der Grade es vermuten lässt. Eine 8 dafür gab es für dieses wunderschöne Bisaflor. Auch aus dem Base-Set, auch Holo 8 und ihr seht hier, das Silvering ist definitiv weniger hier an den Rändern. Die Karte ist fast makellos, deshalb Nearmint to Mint. Dann eine weitere 5 für dieses Holo Kangaskhan aus dem Jungle-Set. Auch eine schöne Karte und ich sehe, dass hier Pascal ein bisschen zurück in die Zeit gereist ist. Hier haben wir nochmal ein wunderschönes Dark Gyarados, ein Pre-Release aus Team Rocket. Das hier mit einer soliden Mint 9. Sehr schön. Ich bin sicher, du hast Freude, dass deine Schätzlein bald wieder bei dir zurück sind, Pascal. Während wir uns hier an die Karten von Raphael machen. Raphael hat 5 Karten eingesendet und wir beginnen mit seinem Glurak. Das Glurak hat hier Es gibt so viele Lagen hier drüber. Ihr seht, die Karte ist in einem Slab drin von PSA und zusätzlich noch in einem Teambag hier eingeschweißt. Das heißt, wenn wir hier was sehen, muss nicht unbedingt auf der Karte sein. Es kann auch sein, dass irgendwas zwischendrin noch Kratzer hat. Aber ich vermute, hier auf dem Holo sehen wir ein bisschen, ist das auf dem Holo? Das wird erklären, warum es die 8 gibt. Das Holo ist super schwierig, schön zu behalten bei diesen Base-Set-Karten, die ja bald 25 Jahre alt sind. Also absolut krass. Wunderschönes Glurak. Wir haben noch ein zweites Glurak und das hier ist auf Englisch. Das ist dann das Charizard und das hier hat eine Nearmint 8 bekommen. Auch wieder eine super schöne, super ikonische Karte. Oh my lord, wir bleiben bei Glurak. Kennt ihr dieses Charizard? Es ist von Black and White Plasma Storm mit dem Goldrand. Eines meiner absoluten Lieblingsartworks. Und hier in einer Nearmint 8. Also eine fast perfekte Karte für ein fast perfektes Artwork, meiner Meinung nach. Wunderschön. Nächster Banger hier für Raphael ist dieses Shining Celebi. Was denkt ihr? Was würdet ihr der Karte geben? Wir sehen, sie ist super clean, super schön. Auf der Rückseite auch sehr gerade und deshalb mit einer Gem Mint 10. Wir haben unsere erste Gem Mint 10 von PSA aus den Rücksendungen. Shining Celebi aus Neo Destiny. Herzliche Gratulation, das ist ein perfekter Score für eine sehr, sehr schöne Karte. Und dann haben wir eine letzte Karte für Raphael. Wir haben ein Shining Kabutops aus Neo Destiny. Auch die Karte hier, schaut euch, ich mache extra den Glare drauf, damit möglichst viel Licht drauf kommt. Ihr seht, wie clean dieses Holo hier ist. Und wir sehen hier in dieser Ecke, keine Beschädigungen, auch ein sehr solider Grade wahrscheinlich. Was ist es? Es ist ein weiterer Gem Mint 10 für Raphael, für dieses Shining Kabutops. Herzliche Gratulation. Das sind die Grades, die man sehen möchte auf diesen Karten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die gehen zurück an Raphael. Ich bin sicher, er wird sich freuen.
Dann kommen wir ein bisschen zu den größeren Stapeln hier. Wir haben hier Gero, der bekannt ist als Jäger und Sammler von First Editions und von älteren Karten. Wir schauen gerade mal, was seine Ausbeute war. Gero hat unter anderem First Edition Aerodactyl Pre-Release von Fossil, hat dafür einen Year Mint 8 bekommen. Sehr ikonische Karte. Er hat ein Hornliu. Eine erste Edition vom Hornliu. Das ist wahrscheinlich das bestgegradete Hornliu überhaupt. Man kann ja nachschauen, wie viele Grades von dieser bestimmten Karte ist mit dem Population Report von PSA. Schauen wir uns vielleicht auch nochmal noch in Detail an. Aber sehr cool, ein First Edition Hornliu, die glänzende Raupe hier mit einer glänzenden 10. Dann haben wir ein ebenfalls erste Edition Deutsch Tangela aus dem Base Set. Hat eine 9 erhalten. Wir haben ein Starmie First Edition, erste Edition vom deutschen Base Set mit einer Mint 9. Ebenfalls eine 6 haben wir erhalten für dieses Misty Seedra mit dem superschönen, nicht so tief eingeprägten Pre-Release-Stempel. Eine Karte, die man nicht so oft sieht und macht sich absolut gut in diesem Slab. Warum es dann genau zur 6 gekommen ist, muss Gero uns dann selber sagen. Ich finde die Karte absolut clean. Ich sehe auf den ersten Blick gerade, ja, vielleicht hier ein bisschen tiefere Kratzer. Möglich, I don't know. Ich finde es eine hart bewertete 6, aber sie werden ihre Gründe haben. Dafür gab es eine 9 für dieses Koga's Weezing, ebenfalls First Edition. Und wir haben eine Macholo Mint 9, auch aus der ersten Edition. Und dann geht's gleich weiter mit einer neuen. Das hier ist Giovanni's Magikarp. Eine super, super schöne Karte. Macht super Spaß zum Anschauen. Ich finde das Artwork einfach toll. Und zum Glück mit einer neuen. Ne, Near Mint 7 gab es für dieses Mega Charizard EX. Finde ich eine absolut coole Karte. Das Blau harmoniert super mit dem Gelb. Die Karte ist sehr, sehr clean. Am Schluss hat es eine 7 dafür gegeben. Und wir beenden unseren Ausflug zu Geros Back to the Past mit einer Gem Mint 10 von diesem unglaublich schönen, sauberen Radfratz. Erste Edition deutsches Base Set. Gero, diese Karten jetzt sofort zurück an dich. Viel Spaß damit. Dann gehen wir gleich weiter und schauen, was Dario uns geschickt hat. Dario hat 6 Karten eingesendet und wir schauen uns diese gerne an. Hier ist ein Dark Dragonite von Team Rocket. Hat eine Excellent to Mint 6 bekommen. Ich schmeiße hier schon die Sprachen durcheinander. Man sieht, das Holo hat ein bisschen gelitten. Ich finde die Karte trotzdem sehr ansprechend. Ebenso dieses Charizard, das hier ist jetzt mal nicht aus dem Base-Set, sondern das ist die Evolutions-Variante. Sehr saubere Karte, schwierig zu graden, auch wegen dem Centering jeweils. Ich vermute, dass ich hier sogar ein bisschen Abzüge für das Centering gegeben habe. Ihr seht, rechts ist der Rand ein bisschen schmaler als links, aber trotzdem saubere Karte und hat eine 9 eingeheimst. Sehr, sehr schön. Eine 8 gab es für dieses Evolutions Pre-Release Gyarados. Ist das Polo-Pattern nicht einfach unglaublich? Sieht das nicht super aus mit diesem Artwork und dem Evolution-Stempel? Ich bin ein großer Fan dieser Karte spezifisch und ich bin froh, dass sie mit einer guten, soliden 8 zurückgekommen ist. Dann haben wir dieses Turtok in einer Excellent Mint 6. Jo, kann man nicht viel dazu sagen. Ich finde, diese Karten sind es immer wert, gegradet zu werden. Ist halt ein Blast of the Past. Mir gefallen sie außerordentlich gut und ich freue mich immer, diese Artworks zu sehen. Wie hier dieses Base-Set Glurak mit einer Excellent 5. Und das Trio beenden machen wir mit diesem Bisaflor eine 8 für das Bisaflor. Damit hat Dario die 3 Starter wieder zurück bei sich in Grades von PSA. Herzliche Gratulation. Die gehen zurück an dich. Dann Giuseppe. Giuseppe hat uns 6 Karten eingeschickt und wir schauen gerade mal, was hier eigentlich zurückgekommen ist. Da ist eine weitere 10. Okay, das ist eine super, super saubere Copy von einem Darkness Ablaze Charizard. Und krass auch, dass Darkness Ablaze. Ja, das war genau etwa die Zeit, wo wir eingeschickt haben. Die müssen packfrisch gewesen sein. Darum auch hier eine zweite Gem Mint 10. Ist es nicht unfassbar? Er hat 2 eingeschickt, hat offenbar sehr gute Recherche betrieben, Juicy, im Vorfeld, denn die beiden kamen mit einer 10 zurück. Ebenfalls dieses Glurak hier
von Darkness Ablaze, Fool Art, eines der absoluten Hype-Artworks von damals. Auch hier eine absolut krasse 10 für diese Karte. Herzliche Gratulation. Wir gehen weiter und sehen einen Charizard V-Max. Auch eine super, super gesuchte Karte. Einfach unglaublich. Das hier ist die Secret Rare's Champion's Path. Kam zurück mit einer Gem Mint 9. Dann, wir machen stark weiter. Giuseppe, du hast den Vogel abgeschossen. Hier nochmal eine Gem Mint 10 für dein Charizard. Hier hast du eine hervorragende Vorauswahl getroffen. Bin super happy, weil die sind nicht ganz einfach zu filtern im Vorfeld, weil das mit dem Centering halt oft ein großes Thema ist. Aber muss man jetzt gar nichts mehr dazu sagen, die ist absolut clean. Wir machen den Abschluss für Juicy mit. Was denkt ihr, was er für dieses Charizard erhalten hat? Es ist noch einmal eine 10. Das ist absolut Feuer. Die Charizard Collection hier von Giuseppe ist on fire und ich finde kaum Worte für all diese unglaublichen Grades von diesem Big Boy. Sehr, sehr schön. Ich sehe hier, hier hat sich jemand fokussiert auf ein bestimmtes Pokémon. Glurak all the way für Giuseppe und belohnt eine gute Vorauswahl und natürlich mintfrische Karten mit einer 10. Übrigens, 10 Karten kamen von Fabian und wir schauen uns mal ganz kurz durch, was wir hier haben. Hier First Edition Blaine's Arcanine. Wunderschönes Artwork. Top Holo und natürlich entsprechend schwierig zu graden, weil auf dem Holo sammelt sich immer mal ein bisschen was an Kratzern an. Hier nicht so schlimm, wir haben doch noch eine 8 dafür. Ebenfalls eine 8 für dieses Nidoking aus dem Base Set. Auch eine sehr schöne Karte. Ich finde es schön, so viele Base Set und Wizards of the Coast Era Karten zu sehen. Dieses First Edition mit Champ hier hat eine 6 erhalten. Und dann haben wir für Fabian noch eine Menge Yu-Gi-Oh! Wie dieses Legacy of Darkness, Fiend School Dragon. Wir haben, oh, hier wunderschön Mint 9 für diese Dedication-Karte. Dann kommt hier, oh, Apophis, die Schlange. Und hat eine New Mint 8 gekriegt. Auch sehr schön. Und ja, für alle Waifu-Hunter hier, Gem Mint 10 für dieses Dark Magician Girl. Cooles Artwork, sieht super süß aus, schöne Karte und offenbar in Top-Zustand, denn eine 10 gibt es nicht einfach so. Wir haben eine 8 für diesen Dinosaur Wing von Monster Capsule. Breed and Battle hieß es, glaube ich. Wunderschön. Ich finde es cool. Ich dig die Artworks. Es ist schon ein bisschen speziell, aber ich glaube, genau das war der Grund, warum Fabian es eingeschickt hat. Ebenso dieses Schweizer Sockmaster, dieses Taschenmesser, Seven Tools Bandit aus Volume 6 mit einer Mint 9. Auch ein sehr schönes Grade. Und den Abschluss für Fabian mit diesem süßen Baby Dragon. Excellent bis Mint, eine 6 für diese Karte. Das war ein Mix aus Yu-Gi-Oh! Und Pokémon für Fabian. Dann, der nächste Block kommt von Marcel. Marcel hat 14 Karten eingeschickt und wir sehen ja gleich, eine dieser Karten ist zurückgekommen. Ungegradet, nicht in einem Slab, aber halt die Karte ist zurück, aber hat noch ein Sticker erhalten. Und der Grund ist Minimum Size Requirements. Also die Karte würde nicht in einen Holder passen, weil die Karte nicht die exakten Abmessungen einer Pokémon-Karte hatte. Und das bedeutet, dass sie wohl ein bisschen kleiner ist. Falls du noch weißt, von wo du die Karte hast, mach doch ein bisschen Recherche. Wurde hier ein bisschen an der Karte getrimmt, um ein Whitening zu verbergen? Man weiß es nicht. Man sieht es oft auch selber nicht, wenn man die Karte einfach so kauft. Aber diese Karte ist jetzt nicht durchs Grading durchgekommen. Aus diesem Grund. Dafür haben wir ein wunderschönes Mint 9 Ancient Mew. Immer wieder eine coole Karte zu sehen. Eine meiner Lieblingsartworks ist dieses Shining Lugia hier. Das ist die Promo übrigens aus der Box hier hinten auch. Das ist die Shining Legends Special Premium Collection. Mit einer sehr, sehr starken Gem Mint 10 muss man sich erstmal zu Gemüte führen, wie gut die Karte aussieht, wie beliebt sie ist und dann noch dieses Grade. Ebenfalls Shining Celebi hier, auch eine wunderschöne Karte. Mit einer Gem Mint 10. Unglaublich, das war auch eine super starke Vorauswahl. In dem Fall, ich sehe hier, Shiny Hunting geht weiter. Wir haben dieses Shining Arceus mit einer Mint 9, eine wunderschöne Karte. Vielleicht war es das Centering, ich weiß nicht. Ist auch immer schwierig, da bei der Struktur alles zu sehen.
Aber es geht natürlich munter weiter, denn wir haben auch einen Shining Rayquaza. Eine der, sagen wir mal, bei uns im Team sehr beliebten Karten aus diesem Set. Ein schwarzes Rayquaza geht immer und die hier mit einer unglaublichen 10. Herzliche Gratulation, sehr, sehr coole Grades bis jetzt für diese Karten. Wir bleiben modern und gehen zu Mega Rayquaza EX aus Ancient Origins. Da ist so viel los auf dieser Karte und sie wurde mit einer Mint 9 bedacht, was ein sehr solider Grade ist. Ebenfalls sehr solide, dieses Mewtwo hier aus der Super Premium Collection. Eine Black Star Promo hier und ja, muss man nichts mehr dazu sagen, außer Mint 9. Well done. Passend dazu auch in dieser Box, die übrigens da hinter mir ist. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Offenbar hat Marcelli gecrackt. Da kommt noch das Mew hinzu. Das Mew hat eine 8 gekriegt und auch ein super, super cooles Artwork, was da eins ein Holos glitzert. Kaum zu sagen. Gemint 10 dafür für dieses Charizard. Okay, da wirst du viel Freude dran haben. Sehr, sehr cool. Mega Charizard EX in einer 10. Oh, und es geht weiter mit den absoluten Charizard-Bangern. Ein Charizard EX aus der Red and Blue Collection. Sehr, sehr cool. Hier mit einer Mint 9. Dann graben wir ein bisschen in der Trickkiste von damals. Hier ist ein Bisaflor auf Deutsch. Keine First Edition, aber Base Set. Bisaflor mit einer Mint, Near Mint 7. Excellent Near Mint 6 gab es für dieses Glurak. Man sieht ein bisschen das Holo, da hat der Zahn der Zeit daran genackt, aber von vorne, von Centering und so vom Silvering her eine absolut saubere Karte. Sehr schönes Mint 6. Und dann macht er den Sack zu und macht das Trio komplett mit dieser Near Mint Mint 8 eines Turtok. Sehr schön. Oh, habe ich schon gespoilt, weil das müssen wir uns nochmal ganz kurz anschauen. 14. und letzte Karte für Marcel. Charizard V Shiny aus Champions Path, eine weitere Secret Rare und auch diese Karte hier kriegt eine absolut geniale Gem Mint 10. Ich kann es fast nicht fassen, wie gut die Karten gegradet werden. Offenbar habt ihr hier alle euren Research gemacht, habt die besten Karten zur Seite gelegt, die mit dem höchsten Potenzial und werdet jetzt belohnt. Freut mich riesig zu sehen, dass wir hier so coole Grades zurückgehalten vom PSA, dass sie einverstanden sind, dass das tolle Karten sind. Zweitletzter Einsender für dieses Mal ist Manuel. Manuel hatte 15 Karten eingeschickt und wir gehen hier mal ganz kurz durch seinen Stapel. Hier haben wir von Evolutions eine Mint 9 Charizard. Wir haben von Burning Shadows von 2017 noch aus Sun and Moon eine Near Mint Mint 8 von Charizard GX. Dann kommt hier ein Charmander aus dem Shiny Vault, sehr, sehr süß, mit einer 9. Hat er das Shiny Vault vielleicht vollständig gemacht? Ich weiß es nicht, aber wir sehen hier eine 10. 10er Alarm für dieses Glurak. Heute haben wir extrem viele 10er Gluraks. Unglaublich. Auch dieses super ikonische Trio hier, Moltres, Zapdos, Articuno, Gem, Mint, 10. Einfach ein Banger. Sehr, sehr cool. Yes, hier fliegen die 10 nur bei diesem, beim Manuel. Unglaublich cool. Schöne Vorauswahl getroffen, offenbar. Und die hier ist ganz, ganz speziell. Ganz speziell. Premium Tag Team Generations Premium Collection hieß die, glaube ich, genau. Da war diese Karte als Promo drin. Ihr seht, es ist eine Blackstar-Promo-Karte. Und die sind ja extrem schwer. Ich meine, nur schon wegen der Einbettung in die Promo-Packs oder in die Promo-Boxen leiden sie ja oft schon. Aber hier hat Manuel eine super cleane Kopie gefunden. Da war nichts zu bemängeln. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ein 10 von diesem Charizard und Braixen. Für mich immer noch eines der absoluten Top-Artworks. Ich feiere die Karte so stark. Ziehen wir uns die nochmal rein. Die ist einfach genial. Absolut cool sieht das alles aus hier. Und ja, auf zur nächsten. Auch wenn ich ja gerne noch ein bisschen verweilen wollte, wir schauen uns weitere Karten an. Gemint 10 auch für dieses Charizard. Heute Hagels 10 für Gluraks, definitiv. Dieser heutige Tag unter einem Glurak-Stern, auch dieses Gemint 10 für die Promo aus der ETB. Unglaublich, dass man das kriegt. Wir sehen viele 9s, dass du eine gefunden hast, die ein 10 gibt. Sehr, sehr cool. Das nächste 10 steht schon in den Startlöchern hier mit diesem Charizard aus Tag Bolt, dem japanischen Set. Und warum schauen wir überhaupt noch den Grade an? Wir wissen, es ist eine 10 für dieses Remix-Bout Charizard Braixen. Tag Teams, für mich absolut cool. Ich liebe Tag Teams. Schön, die hier so geslappt zu sehen und natürlich mit diesem Grade bedacht. Auch hier
die beiden im Tag-Team, Venusaur und Snivy GX, auch mit einer 10. Und kriegen wir das dritte hin? Wir kriegen das dritte hin, auch in einer 10. Okay, das ist mal wieder auch das ein unglaubliches Trio, die Starter mit ihren jeweiligen Sidekicks in einer 3. Ich glaube, ich muss hier noch dann ganz kurz ein Instagram-Foto davon machen. Mit einem Shoutout an Manuel, das sind absolut coole Karten. Auch dieses Gem Mint 10 hier enttäuscht nicht. Das sind Pikachu und Zekrom GX. Und hier noch die beiden Reshiram und Charizard mit einer Near Mint 8 zum Abschließen. Unglaubliche Grades, was war das? Mindestens die Hälfte Perfect 10 Mint, Minty Karten. Manuel, 15 Karten, 15 Banger würde ich sagen. Ich denke, du darfst sehr, sehr happy über deine Returns sein. Und wir machen uns an den größten Einsender, respektive die größte Einsendung aus diesem Block hier. Das war Chris, aka Pikafu Dog. Wir haben seine Karten schon im Stream mal kurz angeschaut. Ich möchte sie euch nochmal kurz zeigen. Chris, danke, dass wir dir deine Karten zeigen dürfen. Du hast nämlich ein ganz cooles Selection eingeschickt. Wir haben hier einen Alakazam. Das ist aus der Legendary Collection. Sieht man gar nicht so oft das Set, aber Chris hat hier seine Finger an vielen von diesen Karten, was sehr, sehr cool ist. Das heißt, wenn ihr mal Legendary Collection Fragen habt, gerne bei Chris melden. Das hier ist eine Mint 9. Ebenfalls eine Mint 9 haben wir für dieses Legendary Collection Dark Dragonite erhalten. Dann haben wir Dark Slowbro. Wir machen munter weiter mit Legendary Collection, wie ihr seht. Auch eine Mint 9. Natürlich gibt es auch einen Dark Vaporeon in diesem Set. Und auch das hat eine Mint 9 erhalten. Wahrscheinlich hast du die selber aus Packs gezogen. Ist das richtig, Chris? Mint 9 auch für dieses Hitmonlee aus der Legendary Collection. Und weiter aus dem gleichen Set eine Mint 9 für dieses Ninetales. Immer knapp an der 10 vorbeigeschrammt, aber sehr, sehr solide Grades für ein Set, das nicht wahnsinnig verbreitet war damals. Fiel so ein bisschen zwischen Stuhl und Bänken runter. Deshalb umso cooler, die hier zu sehen. Neo Revelation geht jetzt los mit diesem unglaublichen Holo-Pattern auf dem Porygon 2, das eine Mint 9 erhält. Eine Mint 8 gibt es für dieses Charizard aus der Evolutions Expansion. Super schöne Karte, ihr seht ja, wie viel Sparkle hier los ist. Wir haben die erste Gem Mint 10 für Pikafu Dog und es ist ein Banette Full Art GX Shiny aus Hidden Fates, was sehr, sehr cool ist. Wow. Noch ein Charizard, noch ein Banger, noch ein absolut perfektes Gem Mint 10. Sehr, sehr coole Karte, sehr schönes Artwork, starker Grade, herzliche Gratulation. Und er kommt nicht alleine, denn auch dieses Dreadnought VMAX hier hat eine Gem Mint 10 erreicht. Unglaublich. Weiter geht's mit einer Near Mint 8 für dieses Charizard V aus der Elite Trainer Box. Und dann haben wir was ganz, ganz Spezielles. Kennt ihr dieses Reverse-Holo-Pattern? Genau, es ist wieder die Legendary Collection. Ich finde es eines der absolut coolsten Reverse-Holo-Patterns überhaupt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Mega cool, dieses Mankey hier zu sehen. Dann haben wir eine Excellent Sex für dieses Mewtwo. Ich glaube, die hast du eingekauft. Das ist richtig, Pikafu Dog, hast du mal erwähnt. Wir haben einen Charizard aus dem Base Set. Und das hier hat auch eine solide 6 erhalten. Weiter geht's mit einer Near Mint 7 von diesem Magneton. Ebenfalls aus dem Base Set. Wir haben ein Raichu Near Mint 8 aus dem Base Set. Dann ein wunderschönes, süßes Yellow Cheeks Pikachu in einer Gem Mint 10. Unglaublich, wir haben wieder eine 10 und es ist ein Pikachu. Da darfst du dich bestimmt drüber freuen, Pikachu Foodog, Pikafu Dog. Mint 9 für dieses Alakazam First Edition Team Rocket. Sehr, sehr starker Grade für eine sehr coole Karte, wie ich finde. Ebenfalls haben wir hier First Edition Rocket Dark Duck Trio in einer Mint 9. Wir sehen hier ein bisschen Pattern. Wir haben First Edition Rocket Dark Golbat in einer 8. Dann kommt noch First Edition Rocket Dark Magneton. Sehr, sehr schwierig zu graden. Da ist so viel Holo drauf und der kleinste Kratzer kann Abzüge bedeuten. Da ist so viel helles Holo drauf. Aber eine Mint 9 ist ein absolut starker Grade für diese Karte. Ich feiere sie unglaublich. Ich finde sie super cool. Ihr seht hier Rocket im Hintergrund und dann das Artwork. Ist einfach Peak Pokémon für mich. Dann haben wir noch ein Charizard. Dark Charizard ist eine unglaubliche 9. Es ist eine First Edition und da kannst du sehr, sehr froh darüber sein. First Edition Rocket Dark Charizard in der 10. Geht es eigentlich besser? Ich weiß nicht. Zwar nicht Holo, aber
Wunderschönes, ikonisches Artwork in einem perfekten Grade. Sehr cool. Dann haben wir das gleiche noch ohne die First Edition und zwar in einer Excellent 6. Und den Abschluss machen wir mit einer Mint 9 eines First Edition Dark Charmeleon. Und das waren 26 Karten von Pika Fudog und damit der Abschluss der aktuellen Rückkehr. Kurz zwei Worte dazu. Das war unser erster PSA Return von den Einsendungen von Oktober 2020. Ich bin nicht sicher, ob wir von den folgenden Returns Videos oder komplette Videos machen werden. Das war jetzt eine verhältnismäßig kleine Einsendung. Es kommen noch hunderte weitere Karten zurück, die wir dann im November, Dezember, Januar und Februar eingesammelt haben. Deshalb, ich bin nicht sicher, ob wir Zeit haben werden, um alles zu filmen und fotografieren. Aber das hier war mal eine kleine Auswahl, der erste Return. Wir sind super happy, sind sie wieder da. Vielen Dank allen für ihre Geduld. Es hat uns alle viel Zeit, Nerven gekostet, um diese Karten wieder zurückzuhaben. Nun sind sie da, gehen jetzt zurück an ihre rechtlichen Besitzer und wir freuen uns auf die nächsten Rücksendungen. Ich hoffe, ihr schaut nächstes Mal wieder zu, wenn es entweder heißt Returns, ob das CGC oder PSA sei, oder neue Unboxings und Opening-Videos. Bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und wir sehen uns bald. Tschüss zusammen.